wir kommen aus dem Dienstleistungsbereich und haben, also ich persönlich jetzt über Jahre hinweg, Verfahrensdokumentationen für Kunden gemacht. Und wenn das Ganze so verstaubt ist auf Papier, dann bringt es keinen Nutzen. Dann erfüllen wir irgendwelche gesetzlichen Auflagen oder solche Dinge, auch im Datenschutzverfahrensverzeichnisse. Und der wirkliche Nutzen fürs Unternehmen, um mit den Prozessen des Unternehmens zu steuern, war nicht möglich auf Papier. Mhm. Und daraufhin haben wir Pacing Leading System, das ist das PALES, also ein System, das sich erstmal anpasst ans Unternehmen und dann kann es die Führung unternehmen über die Prozesse. Mhm. Und wenn ich dann die Kombination mache, dass ich die Prozesse zielgerichtet definiere, die Eskalation einbaue und so weiter und das dann lebend im Unternehmen ausrolle, dann kann nichts mehr schiefgehen und ich werde immer das Ziel erreichen, das mein Unternehmen und auch mein Prozess hatte. Und das Allerwichtigste, Mitarbeiter können eigenverantwortlich Entscheidungen treffen. Es macht Spaß zum Arbeiten und das ist doch das, wo wir in der agilen Zukunft hinkommen wollen. Hallo, ich bin Linus, bin 15 Jahre alt und war heute nicht in der Schule, weil Carola meinte, dass ich hier heute mehr lernen kann. Hi, ich bin Christian. Mir ist Zielorientierung total wichtig. Als mich Carola gefragt hat, weshalb ich studiere, habe ich das Studium geschmissen. Hi, ich bin also diese ominöse Carola, die manchmal ein paar Jungs von unserem Schulsystem fernhält. Ja, was wir tun, ist eigentlich super einfach. Wir machen aus einem sehr verstaubten Thema der Verfahrensdokumentation und dem Verfahrensverzeichnis ein cooles Instrument für zielgerichtete Unternehmensführung. Danke. Weil die... Okay, will man nicht. Okay, gut, ich versuche es mal weiterzuführen. Was wir machen, ist im Endeffekt, wir haben eine Software entwickelt, um Unternehmen dabei zu helfen, vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen, Prozesse und vor allem die Nützlichkeit der Prozesse zu nutzen. Denn oft ist es so, dass Prozesse bisher nur in großen Unternehmen und Konzernen genutzt werden. Und warum tun wir das Ganze? Warum ist relativ einfach? Ich habe vor einigen Jahren oder seit einigen Jahren immer wieder Verfahrensdokumentationen für Unternehmen gemacht und bringe dann also einmal wieder so ein dickes Dokument dem Geschäftsführer von einem mittelständischen Unternehmen, der macht seine Schublade auf, haut das Ding da unten rein und sagt, super Frau Auszulick, dann sehen wir uns in einem Jahr zum Update wieder. Und in dem Moment hätte ich wirklich schreien können und dachte, ich arbeite nicht für einen Mülleimer. Und in dem Moment war die Idee geboren, die Prozesse und die Verfahrensdokumentation lebend ins Unternehmen zu bringen, um tatsächlich Nutzen zu bringen und nicht nur irgendeiner Pflicht zu genügen. So, und die Unternehmen brauchen PALES One, um die Zeit für die wirklich wichtigen Dinge zu haben und vor allem auch der Chef, das ist die Power. Mit PALES One haben Unternehmen die Möglichkeit, Entscheidungen zielgerichtet zu treffen und somit auch eine Menge Geld zu sparen bei Fehlentscheidungen. Unternehmen schaffen es mit PALES One, die Mitarbeiter in eine agile Zukunft zu führen, sodass die sich sau wohl fühlen, wenn sie selber Entscheidungen treffen können. Und deswegen brennt für euer Business und macht es einfach.